Hallo zusammen. Heute möchte ich euch ein kurzes Video zum Faulbaum Glasflügler Synanthedon stomaxiformis vorstellen. Bei stomaxiformis handelt es sich um eine eher seltene Art. Hier in Niedersachsen ist sie vom Aussterben bedroht und sie benötigt einfach trockenheiße Standorte, Extremstandorte häufig. Und die sind eher im Süden vertreten Deutschlands, daher im Norden ist die Art deutlich seltener und in vielen Bundesländern auch gar nicht vertreten. Und ich befinde mich hier gerade auf einem Magerrasen an einer Autobahn, also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Vom Prinzip, die Richtung ist etwas Süden, ja, Süden und sehr heiß, also wirklich ganz täglich besonnt eigentlich. Jetzt geht die Sonne gerade so unter am Horizont. Und ihr könnt es erkennen an den Wacholdern, also wirklich ein trocken warmer Standort. Und der Faulbaumglasflügler, er frisst an den Wurzeln und in dem Stamm, in der Stammbasis häufig von Kreuzdorn und Faulbaum. Und hier könnt ihr jetzt erkennen, innerhalb von dem Wacholder befindet sich ein Kreuzdorn. Und ich habe jetzt hier gerade schon mal geschaut. Was man jetzt machen kann, wie man die Art nachweisen kann, ist logischerweise einerseits mit Pheromonen. Die Variante habe ich euch ja schon ab und zu mal gezeigt. Aber man kann auch nach den Puppenhüllen suchen, beziehungsweise den Fraßgängen. Wie gesagt, die Raupe frisst in der Stammbasis, also unten im Stammbereich oder in der Wurzel schon, also unterhalb des Bodens. Innerhalb des Bodens. Und der Falter schlüpft dann ab Anfang oder ab Mai in etwa, Mai, Juni. Und bis dahin lebt er eben meist unterirdisch, lebt die Raupe meist unterirdisch. Was sie allerdings macht, dann zum Schlupf oder vor dem Schlupf, ist, sie gräbt sich wieder nach oben. Und das kann man nachweisen. Sie baut sich dann eine Röhre aus Rindenresten und gräbt sich häufig durch den Boden von der Wurzel aus an die Erdoberfläche, wo sie dann ausschlüpft als Falter. Und ich habe jetzt hier mal geschaut an der Stammbasis von diesen Kreuzdorn. Ich habe schon mal ein bisschen Erde beseitigt, dass ihr es sehen könnt. Und tatsächlich auch gleich den ersten Fund gehabt am ersten Kreuzdorn hier auf der Fläche. Man kann schon von Weitem erkennen, irgendwas ist hier komisch. Also da ist so eine komische Röhre. Und genau das ist das, was man sucht. Das ist die Ausschlupfröhre. Was man hier erkennen kann, das ist fest. Also das ist wirklich aus Rindenstückchen und Boden eine feste Röhre zusammengesponnen. Und da drin verpuppt sich dann die Raupe im Frühjahr und schlüpft dann im Sommer aus. Und das ist das Überbleibsel im Endeffekt. Und so kann man die Art nachweisen, indem man an der Stammbasis sucht nach solchen Röhren. Das ist jetzt vom letzten Jahr, da ist eine Öffnung drin, also die ist leer. Ich kann sie mal rausnehmen. Ja. Können wir sie uns mal genauer anschauen. Und zwar, ja, also wie gesagt, es handelt sich um eine Röhre, die ist leer mit einer Öffnung oben drin. Und von unten, logischerweise, von unten kam die Raupe und hat sich darin dann verpuppt. Und das ist das Überbleibsel, das man dann im Frühjahr oder im nächsten Jahr auch finden kann. Im Frühjahr sind dann die verschlossenen Röhren zu finden. Und somit kann man die Art nachweisen, einfach indem man sagen kann, hier war definitiv eine Stomaxiformis-Raupe drin, die sich verpuppt hat und dann ausgeschlüpft ist. Und das ist ein eindeutiger Nachweis von der Art. Genau, so kann man die Art nachweisen. Wie gesagt, relativ selten. Und aber eine wunderschöne Art. Trotzdem, wenn man so eine Puppenhülle mal gefunden hat, kann man im Sommer auch mal mit Pheromonen danach schauen oder erst mit Pheromonen und dann die Puppenhüllen suchen. Ja, auf jeden Fall eine super schöne Art und auch eine interessante Suche, finde ich. Und auch dann doch deutlich und einfach nachzuweisen durch eben diese Röhren. Ja, dann vielleicht macht ihr es nach. Und habt den einen oder anderen Erfolg. Ich wünsche euch viel Glück.